bin kein Künstler, ich bin Handwerker. Und in den Augen der meisten bin ich konservativ, weil ich gegenständlich bin und figürlich. Und das bin ich aus ganzer Überzeugung. Der Maler und Bildhauer Siegfried Haas hat sein Lebenswerk erstmals in einem umfangreichen Bildband zusammengefasst. Noch niemals wurde seine Arbeit so umfassend dokumentiert. Siegfried Haas hat bis heute ganz bewusst nie mit einer Galerie zusammengearbeitet. Er wollte zu keiner Zeit mit irgendeiner Organisation zusammenarbeiten, die die Kunst vermarktet, wollte die unbestechliche Aussage und Freiheit der bildenden Kunst nicht preisgeben. Daher war bis jetzt das ganze Ausmaß seines Beitrages zur Gestaltung von Plätzen, Kirchen, Brücken nicht zu erfassen. Brunnen, Altäre, Kreuzwege, Kirchenräume, Türen, Bleiglasfenster, Denkmäler, Plastiken, Gemälde und zahlreiche Zeichnungen. Wer durch die malerischen Orte Deutschlands reist, hat sich vielleicht schon einmal unbewusst an einem der Werke des Künstlers erfreut. Siegfried Haas wurde am 8.6.1921 in Giengen an der Brenz geboren, lebte aber bis zu seinem 12. Lebensjahr in Schramberg im Schwarzwald. Der 8. Juni 1921, da sind Sie in Giengen an der Brenz geboren. Ja, die Mutter hatte den schönen Namen Keckeisen und stammt aus dem Allgäu. Ihre Eltern hatten ein Wirtshaus und 20 Pferde, eine Pferdezucht. Der Vater kommt aus Stuttgart, Ortsteil Feuerbach, und war der erste von 13 Kindern. Und die Mutter war auch die erste von 13 Kindern. Und die Geschwister ihrer Eltern waren alle am Leben noch? Ja. Also eine große Verwandtschaft. Ja. Sie sind immer große Familien gewohnt gewesen. Immer hat einem schon die große Verwandtschaft genügt. Aber 4 Söhne meiner Großmutter sind nicht mehr wiedergekommen. Aus dem Krieg. Ja, und sie konnte immer so schön erzählen. Und nachdem sie die 4. Meldung erhalten hatte, hat sie die Sprache verloren. 6 Monate lang konnte sie gar nicht mehr sprechen. Ist auch selten, aber das 4. Mal. Ich erinnere mich durch ihre Frage, dass wir eine sehr schöne Jugend hatten. Jeden Mittwoch war im Wohnzimmer Betreten verboten, Lärm machen verboten. Ein Quintett, das mein Vater geleitet hat, beisammen, und sie haben geübt, sie haben Literatur geübt. Und das war für uns nicht nur interessant, sondern auch wirklich schön. Wir haben uns darauf gefreut und wir waren wirklich still. Ich sage wir. Es ist der nächste Bruder, den ich noch mit mir zusammen immer benenne, weil wir ein paar Jahre lang allein waren als Söhne. Denn die Mutter hatte noch 4 Fehlgeburten wegen Unterernährung und Blutarmut damals. Also Sie beiden sind die älteren Geschwister. Wir sind die älteren. Und später kamen noch Jünger nach. Und später kamen noch 3. Würden Sie denn heute im Rückblick Ihre Kindheit, Ihr Familienleben zu Hause als ein schönes Familienleben, eine schöne Kindheit betrachten? Ja, ich habe in meinem Gedächtnis keine schlechten Erinnerungen gefunden. Auch der Tod einer Nachbarin, an deren Leichnam unsere Mutter uns mitgenommen hat, ist nicht als schlechte Zumutung in Erinnerung, sondern im Gegenteil als eine Vertrauensbildung für die Krisen des Lebens. Es war wunderbar. Ist in Ihrer Familie denn auch Kunst gepflegt worden? Außer der Musik, die Leib und Leben für uns war, durch die Eltern halt. Es ist sehr viel musiziert worden. So, außer dem Quintett hat der Vater immer geübt. Auch die Beethoven-Sonaten, und die Mutter hat oft zu seiner Begleitung gesungen, auch die Brahms- und Hugo-Wolf-Lieder und Schubert-Lieder, das kannten wir alle schon von ganz früher. Und dann hatten wir so oft die Besuche von den Brüdern und Schwestern des Vaters, viel mehr als die Geschwister der Mutter, und da wurde immer gesungen,
von der Tante Martha. Das war die Frau vom nächsten Bruder des Vaters. Die war Sängerin am Theater an der Oper in Stuttgart. Und dann hat sie Arien von denen vorgetragen. Und ihr Mann, der Bruder meines Vaters, also hat sie begleitet oder mein Vater begleitet. Und wir haben schon ganz früh kleine Instrumente bekommen, spielerisch. Und so kam es, dass ich mehrere Instrumente richtig gelernt habe von Grund auf. Außer Klavier habe ich Geige gelernt von Anfang an. Und später, als alles größer und dicker wurde, wurde daraus ein Kontrabass. Mein Bruder, der hat ja dann später Musik studiert, also der war der musikalischere. Und ich war im Zweifel, ob ich Musik oder Kunst studieren soll im späteren Alter. Und die Kunst hat mich dann so aufgefressen, dass ich die Musik gelassen habe. Zwei Semester lang habe ich noch als Gasthörer an der Musikhochschule mich eingeschrieben. Also Ihr Weg hat sich ja dann nicht in Richtung Musik bewegt, sondern in Richtung darstellende, bildende Kunst. Ja. Aber vielleicht davon ein kleines bisschen später nochmal auf das Stichwort zurückzukommen, Internatsschulzeit in Holland. Ja. Möchten Sie dazu ein bisschen was erzählen? Ja. 1933, das ist mir unvergesslich, am 30. Januar war ein großer Fackelzug, weil der Hitler an die Macht kam und in Schramberg, wo wir dann wohnten, ist der Fackelzug zum Rathaus gezogen, hat den Bürgermeister Dr. Reuter rausgezerrt und abgesetzt und einen Wirtssohn aus Lauterbach zum Bürgermeister erklärt. Und dazu hatten wir einen kleinen Beitrag geleistet, mein Bruder Hubert und ich. Wir haben aus einer großen Rolle Packpapier, größer als wir waren, Plakatstücke rausgeschnitten und haben ein Hakenkreuz, das in Flammen stand, gemalt und drumherum, ich war 12 Jahre alt, drumherum geschrieben, Hitler gleich Krieg. Und wie konnten wir das wissen? Weil der Vater uns das immer erklärt hat und gesagt hat. Also Sie waren als 13-Jähriger schon skeptisch und mit schlimmer Vorausahnung im Hinblick auf das, was dann kommen würde und tatsächlich auch gekommen ist. Ja, und dann kamen die Hitlerjungen, sind von Haus zu Haus gegangen. Nach einer Liste haben die Kinder von Beamten in die Hitlerjugend aufgenommen und haben die Braunhemden verteilt. Ich habe geheult und habe gesagt, ich ziehe dieses Dreckhemd nicht an. Dann haben sie gesagt, wir werden es dir schon zeigen. Zum Glück hatte mein Vater, der in Heiligenbronn bei Schramberg jede Woche einmal Lateinisch und ein paar andere Fächer gab bei den Schwestern, einen dortigen Pater Alois gekannt. Und der hat gesagt, du könntest doch nach Holland in unsere Schule gehen. Und kurz und gut, meine Eltern haben eingewilligt, was ich ihnen heute noch ganz groß anrechne und was mich heute noch ganz arg freut. Denn welche Mutter und welcher Vater lassen in so einer Zeit einen 12,5 Jahre alten Jungen so weit weggehen, wo es nur einmal im Jahr Ferien gibt? Also ich bin 4,5 Jahre dann in Waterleide in Südholland ins Gymnasium gegangen, in der Fremde. Aber wir hatten auch holländische Lehrer dazwischen, unter anderem einen fanatischen Nationalsozialisten, den man uns aufgezwungen hatte. Aber sonst war die Schule so, dass ich heute noch voll Dankbarkeit bin. Dann waren Sie in der Schulzeit dann sozusagen der braunen Gleichschaltung entzogen. Ja. Sie sind dann 1940 nach Stuttgart gegangen zum Kunststudium. Ja. Also nicht die Musik, sondern die Kunst. Ja. Wann ist denn der Gedanke, der Wunsch, vielleicht auch die Berufung in Ihnen wach geworden, dass Sie Künstler werden wollten? Ich wollte eigentlich zuerst Papst werden, als ich ganz klein war. Da gibt es halt nicht so viele Stellen dafür. Ja. Aber dann wollte ich ein Fra Angelico werden. Dazu hat die Ordensschule auch beigetragen.
Und als ich dann Kunst studieren durfte, da war das Ordensleben noch nicht aus meiner Vorstellung gewichen, sondern ich habe dann noch in Fulda 2 Semester Theologie an der ausgelagerten Theologischen Fakultät studieren dürfen und Hebräisch und so weiter. Aber als ich als Hilfsorganist auf unserer schönen Barockorgel auf dem Frauenberg in Fulda nach dem Gottesdienst improvisiert habe über Jesus meine Freude, da kam nachdem ich die Kadenz gemacht hatte, die vom Moll in Dur überging und mein ganzes Glück aussagte, der Magister, und hat mir verboten, wir sind katholisch, bei uns dürfen Sie nicht mehr Bach spielen, sonst dürfen Sie überhaupt nicht mehr auf die Orgel. Seither habe ich keine Orgel mehr angerührt, später auch als ich Gelegenheit dazu gehabt habe. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie nie mehr Orgel gespielt. Dann kam noch ein Ereignis, ich hatte eine Herzinsuffizienz, wurde diagnostiziert, und dann, während ich da ins Krankenhaus kam, hat man mir gesagt, Sie dürfen keinen Pinsel mehr anrühren. Schlagen Sie sich alles, was mit Kunst zusammenhängt, aus dem Kopf. Sonst haben Sie keinen Beruf. Dann bin ich ausgetreten. Das war für mich entsetzlich. Ein Ideal war zusammengebrochen. Und mit dem Austritt aus dem Franziskanerorden? Da konnte ich dann Kunst studieren. War dann natürlich auch der Abschied von der Theologie damit verbunden. Ja. Und dann war der Weg zur Kunst frei, 1940 in Stuttgart. Ja. War denn das Studium damals, der Betrieb an der Kunsthochschule, war der geprägt, war das zu spüren, ideologisch, dass die braunen Machthaber da auch ihren Einfluss ausübten, oder war das eine freie Situation? Es war eine freie Situation durch unseren Chef. Der Direktor war Fritz von Gräfenitz, ein aufrechter, tapferer, mutiger Mann, aber dessen Bruder war im Generalkommando der Wehrmacht zuständig für die Heimatfront, was später der Fromm wurde. Und wegen dieser hohen Stellung seines Bruders war die Familie der Gräfenitze frei von sichtbarer Unterdrückung. Und er hat nie zugelassen, dass nationalsozialistisches Zeug reinkam. Nur einer, der Studentenführer und der Professor Kissling, die waren Nazi. Kissling war bei der SS, aber der wurde später zu einem, der mich gerettet hat. 1940 haben Sie in Stuttgart das Kunststudium aufgenommen. Ja. Welche Fächer haben Sie denn studiert, beziehungsweise gleich noch eine Frage dazu? Gab es denn besonders prägende und prominente Künstler und vielleicht auch Persönlichkeiten für Sie in dieser Zeit? Ja, es gab einen ganz prägenden, großen Maler, Pollick aus Kärnten. Den hat der Hitler selbst rausgeschmissen von seinem Lehramt. Dann ist er wieder zurück nach Österreich. Aber der hatte mich schon angenommen, nur ich habe noch kein volles Semester bei ihm gemacht. Ich habe ihm nur immer meine Arbeiten gezeigt und er hat gesagt, ich muss zu ihm kommen, und er nimmt mich gleich. Also Malerei war das eine Fach? Das war das eine. Und Bildhauerei haben Sie auch gemacht? Das war Gräfenitz. Mhm. Also noch andere auch, aber beim Gräfenitz war ich. Und er hat mir gleich ein Atelier als Meisterschüler gegeben, obwohl ich viel jünger war als die anderen Meisterschüler. Aber dann kam ja zunächst einmal der Krieg. 1944 sind Sie noch an die Front gekommen. Ja. Wie kam das, dass Sie noch eingezogen wurden, dass das für Sie ja auch eine Art Rettung war vor dem Zugriff der Gestapo? Ich wusste keinen Ausweg, gar keinen. Und ich wusste auch nicht, was dazu geführt hat, dass ich den Stellungsbefehl erhalten habe. Ich habe mich nämlich, also freiwillig habe ich mich gemeldet, aber ich wusste noch nicht die näheren Umstände. Mhm. Die hat mir später der Kaplan Hans Böhringer erzählt. Ihm wurde von der Mutter der Sophie Scholl persönlich
von Ulm kommend die Nachricht gebracht, dass die Gestapo hinter meinem Namen her ist, Decknamen, und dass sie beim Verhör von deren Tochter Sophie gefragt haben, wer das sei. Also sie hatten mit Hans und Sophie Scholl in der Waisenhose Kontakt in dieser Zeit. Aber noch mehrere haben sie gefragt und sie hat keinen verraten, sie hat gar nichts preisgegeben. Das hat sie auch noch in dem kurzen Gespräch gesagt, ich habe niemand gemeldet an ihre Mutter. Die durfte ihre Mutter noch mal umarmen und den Vater auch unter Aufsicht. Und trotzdem waren sie gefährdet. Wie waren sie aktiv? Also unsere Aktivität bezog sich auf eine Gruppe. Es ist schwierig, da eine Zahl zu nennen. Von daher, von damals weiß ich, es waren über 200, die der Hans Böhringer aktiviert hatte, an der Musikhochschule anfangend und dann auf viele Hochschulen übergehend. Das waren solche, die bereit waren, sich einzusetzen. Was heißt das? Abzuschreiben, vervielfältigen, transportieren. So Flugblätter gegen die Nationalsozialisten. Ja, dasselbe, was man von der Weißen Rose weiß. Ja. Aufrufe. Und ich hatte das kleine Erlebnis, muss ich schnell erzählen, weil es mir auf der Seele liegt. Ich bin verhaftet worden von der Gestapo. Die Gestapo-Zentrale war im Kunstgebäude, wo der Hirsch oben drauf ist, in Stuttgart. Morgens, als ich zur Akademie ging, haben mich zwei eingeholt und eingehakt und gesagt, keine Bewegung, kein Wort. Ich hatte furchtbar Angst. Also wir sind dann da rein und da bin ich verhört worden. Und das Schlimme, was den Anlass gab, das war eine Vervielfältigung, die ich unter die Menschen gebracht habe, nämlich unter die Soldaten. Und das war von dem russischen Philosophen Berdjajew, über die Diktatur eine ganz genaue Beschreibung der Nazis, aber es galt natürlich seiner Heimat, den Kommunisten. Aber das hat auf die Nazis ganz genau gepasst. Und die haben das auch so verstanden? Also sie haben es so verstanden. Ja. Dann kam die Frage, ob ich einen nennen kann, der mich kennt und der sich verhören lässt, sodass sie von anderer Seite etwas darüber hört. Und das war dieser Kissling, dieser Professor, der aber aktives SS-Mitglied war, sehr naiv, aber ein guter Maler. Und der hat sehr für mich gesprochen. Obwohl er Nationalsozialist und SS-Mitglied war. Der wusste nicht, was ich mache, gell? Das wusste er nicht. Das war nur, dass das Verhör der Sophie Scholl durch die Gestapo gezeigt hat, dass nach meinem Decknamen geforscht wird. Und da blieb mir nicht viel Zeit, ich musste sofort verschwinden. Siegfried Haas blieb 4 Jahre in relativer Sicherheit vor den Schikanen der Nazis in dem Franziskanerinternat in Holland. Sein Abitur aber machte er in Schramberg. Dort wuchs währenddessen unaufhaltsam die Bedrohung durch die Nationalsozialisten. In Siegfried Haas wuchs der Widerstand gegen die Kontrolle des menschlichen Geistes.
Von 1940 bis 1944 studierte Siegfried Haas an der Kunstakademie Stuttgart. 1946 heiratete er seine Studienkollegin Ingrid Starke, mit der er 8 Kinder und einen Pflegesohn hat und heute in Rottweil lebt. Dort ist er als Maler und Bildhauer immer noch aktiv. Das Werk von Siegfried Haas spricht eine starke und klare Sprache. Eine Sprache, die nicht gekünstelt und die völlig unverschlüsselt ist. Seine Bilder und Formen drücken etwas aus, das jeder Mensch verstehen kann. Immer sich selbst treu und keiner Mode folgend, so ist die Kunst, mit der Siegfried Haas die Momente des Lebens, der Träume und der Gedanken für uns bewahrt. Und genauso unbeugsam und manches Mal den unbequemen Weg wählend, ist auch das eigene Leben des Malers und Bildhauers aus dem Schwarzwald. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, nicht angepasst, erzählt der Maler und Bildhauer Siegfried Haas uns durch sein Werk etwas über das Leben und auch etwas von seinem Leben. Reich ist das Leben von Siegfried Haas nicht nur in künstlerischer Hinsicht. Mit 8 Kindern und mittlerweile vielen Enkelkindern ist das Dasein von Siegfried Haas nicht das eines verklärten Künstlers, sondern das eines lebensbejahenden und bodenständigen Familienmenschen.